Ja, hallo. Ich wollte euch heute hier mal einen echten Totenkopf zeigen. Der ist ideal für Anschauungszwecke, zum Beispiel für Medizinstudenten. Deswegen habe ich hier einmal ein paar Bilder gemacht. Kann sich jeder selber seine Eindrücke machen. Ich habe den Schädel mal in den 80er Jahren von einem ehemaligen Klassenkameraden bekommen, der mittlerweile selber nicht mehr lebt. Er hatte den von einer Baustelle gerettet, sonst wäre er in den Müll geflogen. Es werden wohl die letzten Bilder dieses Kopfes sein, da ich ihn demnächst im Garten vergraben werde.